Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Wenn euch Videos hier auf dem Kanal gefallen und in Zukunft auch keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, könnt ihr gerne hier ein Abo da lassen. Außerdem bewertet, kommentiert und teilt natürlich gerne das Video und schaut auch auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Link dazu ist natürlich wie immer in der Videobeschreibung. Und ich hatte gestern auch einen XP-Guide hochgeladen, wo ich alles erklärt habe, was ihr über die XP in dieser Season wissen müsst. Könnt ihr gerne auch auschecken, wird wahrscheinlich den ein oder anderen auch interessieren und haben, glaube ich, noch gar nicht allzu viele gesehen. Ich würde sagen, wir labern allerdings gar nicht mehr lange darum herum und schauen uns direkt den Itemshop an. Und dort haben wir heute keine neuen Skins, aber einen neuen Gleiter. Wir hatten ja jetzt bisher schon am ersten Tag einen neuen Emote bekommen, dann jetzt einen neuen Skin und jetzt einen Gleiter. Das heißt, als nächstes fehlt irgendwie dann noch ein Conchell oder so dazu. Aber auf jeden Fall denke ich mal, dass wir in Zukunft auch wieder richtig viele Skins bekommen werden. Normalerweise sind ja immer freitags und sonntags die Tage, wo die neuen Skins immer reinkommen. Auf jeden Fall haben wir heute als erstes mal den Äffchen-Skin. Dann haben wir als nächstes den Sirene-Skin im Standard-Stil und im Noir-Stil. Ist mittlerweile auch ein sehr, sehr beliebter Skin für relativ viele Pro-Player. Dann haben wir als nächstes noch den Vark-Skin. Der ist tatsächlich nicht ganz so beliebt. Hier haben wir auch wieder genau gleichen Ziele. Dann haben wir noch dazu die Exitus-Exte. Als nächstes haben, dann hatte ich natürlich noch vergessen, haben wir noch zusätzlich dazu die Reflex-Klinge, also zwei verschiedene Spitzhacken tatsächlich in diesem Set. Dann haben wir hier als nächstes eine Wukong-Skin zusammen mit der Jingo Bang Spitzhacke. Die ist auch reaktiv und zwar fängt die eben halt so an zu leuchten und das eben halt immer stärker, umso häufiger man schlägt, bis eben halt bis es irgendwann so aussieht. Dazu gibt es dann allerdings auch noch die Panda-Beauftragte. Dann haben wir noch den Brandschädel-Skin. Dann haben wir den neuen Schrottsegler. Ist im Prinzip genau wie gestern der Skin auch schon im gleichen Theme gehalten. Dann haben wir den Wackeln-Emote. Dann als nächstes den Spielranger noch. Dann Tanzspagat. Und als letztes dann noch Oberpeinlich. Das war's dann auch schon wieder mit dem heutigen Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Ciao.